Ich habe mit meiner Rosemarie gestern eine Reise gewonnen. Zunächst einmal sieht es so aus. Und zwar wunderbar. Eine Reise ins Mittelmeer, Türkei-Reisen nach Kappadokien. Hier mit einem schönen Anschreiben. Hier haben wir es. Da steht drin, dass wir gewonnen haben. Und zwar hier bei der meine Meinung gewinnt.de mit dem Los 21. Und ich möchte mit diesem Video eigentlich sagen, passet auf, also dieses Gewinnspiel, angebliche Gewinnspiel von der Meier Reisen.de, das ist nichts anderes als so ein Spamming, Verkaufsblatt Zeugs, Kostenfalle. Wenn man im Internet kurz nachschaut, wird man feststellen, dass man hier eigentlich relativ schnell das Geld verlieren kann. Und zwar wird es ganz lustig, wenn man dann im Hintergrund nachschaut, was eigentlich an Kosten anfallet. Zunächst mal, vielleicht auch so als kleiner Hinweis, ich weiß nicht, wo die Adresse ha her haben, aber wenn man irgendwie im Internet an Gewinnspiele teilgenommen hat, an andere Portale, aber ich weiß nicht an welche, aber ist durchaus kommen die müssen die Adresse von zu andere Portale herhaben, weil dadurch sind die meisten Leute, die man irgendwo so kennenlernt, die haben auch irgendwo mal am Gewinnspiel teilgenommen. Nur der Einzelne weiß nicht mehr wo, unter anderem ich auch. Und deswegen war ich natürlich zunächst mal gar nur teilweise verwundert, hat zu meiner Rosemarie gesagt, ja, vielleicht habe ich gewonnen. Ne? Ja, ich weiß es ja nicht mehr, wo ich überall teilgenommen habe. Und es macht den Eindruck, als wenn man jetzt wunderbar so in die Türkei reisen könnte, 7 Tage, kostenlos. Wenn man dann aber ganz hinten nachliest, sieht man, oh, da kommt aber, man muss meistens die Flughafengebühr und die Flughafen, so Pauschale, dazu zahlen. Das ist so der kleine Hinweis und da liegt man dann schnell mal, wenn man dann an dem tollen Bon sagt, okay, man möchte teilnehmen, man möchte den Gewinn nicht versauen lassen, dann rechnet sich das meist zuerst auf so die 39, 40 Euro aus und man bekommt dann aber anschließend gleich eine Rechnung von 160 Euro, die sich wieder anders begründet. Und wenn man die nicht zahlt, kriegt man ein Schreiben vom Rechtsanwalt, der dann möchte, dass man 160 Euro oder sowas bezahlt für diese 2 Personen. Und wenn man dann dort ist, dann findet dann eine Verkaufsveranstaltung wie bei der Butterfahrt statt, wo man dann irgendwo Zeugs kauft. So. Es gab so einen schönen Beitrag im Fernsehen, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, ob das bei Spiegel TV oder so, irgendeins von denen war. Da kam es dann raus, dass man letztendlich überall dazu zahlt und da ist nichts billiger oder so. Und man muss an den Verkaufsveranstaltungen teilnehmen. Da hängt man dann in solche, also typischerweise soll dann Jacke und Pelzmäntel und sonst was verkauft werden. Super günstig, super toll, da war was ganz teuer, so Lammleder und so. Und wenn man dann nach in Deutschland das quasi gegenprüfen lässt, was kostet das eigentlich, dann stellt man fest, oh, obwohl man gedacht hat, es wäre günstig, ist immer noch zu teuer gewesen. Deswegen mein Tipp, wenn er so eine Gewinnbenachrichtigung in der Post hat, also nicht, noch nicht mal ein paar E-Mails, sondern richtig paar Papier, hier gewonnen, ja, aber der Zettel sieht schon irgendwie nach Standard aus, aber hier spätestens hier denkt man, oh ja, ich habe ja tatsächlich gewonnen und man trägt dann hier ein, auf keinen Fall das ausfülle, ja, und sage, ja, also man möchte da hier diese, man möchte hier an einer bestimmten Wochezahl teilnehmen. Da muss man ja übrigens schon einen Zuschlag zahlen für Jahresgebühren quasi, so Saisongebühren, das ganze Jahr Saison. Und deswegen muss man das ganze Jahr Saison dazu zahlen. Ist auch eine gute Sache. Füllt auf keinen Fall diesen Zettel aus. Und hier hinter, wenn man den dann ausfüllt, das ist auch lustig, dann habt ihr den ausfüllt, schickt den hin und wollt stornieren.
müssen wir da dahinter an dieser Tabelle so Stornogebühr zahlen. Ja. Und aus dieser dahinter so kleinen Tabelle müssen wir da schwuppdiwupp Storno zahlen, aber riesige Betrag. Machen das einfach nicht. Diese Meier-Reisen.de, die ich im Internet, wenn man wie gesagt nachschaut, mal kurz eingebe, seht ihr hier, geht bei Verbraucherdienst, Blogspot, also das ist nicht Verbraucherdienst, sondern so ein Blogspot, eigener Bereich. Da gibt es laufend hier solche Einträge. Macht es nicht, ihr seid geldlos. Ich habe auch eins bekommen, Gewinnnummer 21, schau mal nach. Hier wird was, vielleicht hat jeder die Gewinnnummer 21. Dann wäre es ja offensichtlicher Betrug. Vielleicht kann man so irgendwie mal an diese Abzocke rankommen. Nehmt nicht, füllt es einfach nicht aus, lasst euch nicht übers Ohr hauen. Und wenn, dann schaut im Internet nochmal nach, wie er aus dieser Rechtsanwaltsgeschichte rauskommt, weil einfach Absage, wenn er zugesagt hat, geht auch nicht. Da muss man schon massiv Druck machen und massiv absagen. Ob das geht, weiß ich jetzt nicht.